Ach, Josch. Okay. Jo, also, halli, hallo, hallösch und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unserem kleinen King of the Ring Turnier. Wieder mal ein verplanter Start. Ich bin der Onkel und mein Gegner und mein Innerer ist der Revano. Hallöchen. Und ich denke so, was macht der denn? Der holt aber lange Luft. Du bist. Okay. Du kannst dich jetzt entscheiden zwischen Santino Marella und Big E Langston. Ich nehme Big E Langston. Okay, dann bist du rechts. Okay, passt. Wie heiße ich? Big E. Ach, Big E. Jawohl. Big E. Und ich habe den, mit dem du meinen Randy Orton rausgehauen hast. Oi. Da habe ich einen harten Gegner vor mir. Naja. Und ich bin Muskelprotz. Big E. Hast du schon gedrückt, gewählt? Nein. Ach so. Was ein schöner Start, der hat mir gefallen. Du bist. Ach, der hat doch auch so ein Gummisöckchen, ne? Wie der Mankind, ne? Ja. Ein Strumpföschen. Ein Socken mit Augen. Und ich bin wieder Herkules, oder? Ich glaube, da wird nichts mit umarmen und. So, wir hoffen natürlich, ja, bei dem Match dürfte das heute auf jeden Fall kürzer als gestern werden. Na, das war echt heftig, ja. Aber es war geil, Leute. Schaut euch das Match von gestern an. The Miz vs. Rick Rude. Hey, ich kann dich sogar packen, okay? Aha. Was, aha? Hä? Du hast mich geschlagen. Was jetzt? Nix. Du machst einen dicken Move. Gefällt mir nicht. Jetzt geht's wieder. Hä? Ich hab keine Ahnung. Es ist halt, wie es ist. Meiner packt dich einfach wie so ein Sack. Au. Naja. Meiner ist schon ein grobes Stück Elend. So, erstmal einen schlagen hier. Hä? Hast du so schnell gedrückt? Ach so. Aua. Ladies and gentlemen, when we start looking at the moves of Big E, that's when I'm reminded how much I appreciate the opportunity. Geht gut ab hier, muss ich sagen. Auch wenn der Move leider daneben war. Vicious backbreakers and a clothesline that'll knock you right into the middle of next week. Big E! Ach, das war deiner! Ich wollte gerade lachen, weil ich dich so hochwerf wie eine alte Wurst und dann macht er hier voll den übelsten Move hier. Ich fasse es nicht. Gibt's ja gar nicht, ey. Nein. Ach, okay. Ja, die haben nur drei Balken beide. Das ist ja echt mager. Für so Wrestler. Was? Drei hier von den Konter-Dingern ist echt mager für so einen guten Wrestler. Wer ist also ein guter Wrestler? Wie das Liver. Naja, gut. Ein Sockenkönig gegen Muskelklotz. Ach komm, ich hab doch X gedrückt. Ich wollte schon sagen. Biggie! Zeig uns, was du kannst, Biggie! Was? Der Onkel macht die Drehung des Lebens. Genau, meine Arme rein. Das war jetzt lustig. Doch, das fand ich jetzt gut. War auch lange Moves. Schön über die ganze Welt rumwerfen. Hey. Der Onkel hat getrunken gehabt, liebe Leute. Der Onkel ist auch von dem Match von gestern kaputt. Man merkt's. Aber meiner kriegt auch die Scheiße nicht voll hier. Ich will jetzt unbedingt mal mein Essen machen. Oh man, hier ist Dewey. Das Problem ist,
dass ich gerade nicht weiß, wo mein S geht. Hier, okay. Boah, der Big E's Big Splash. Und deiner ist schon rot, Wahnsinn. Ja. Oh, das sieht nach Konter aus, oder? Nee? Wow. Dieser Typ hat echt meinen Randy Orton rausgehauen. One, two. Oh, bist ja gut, du bist ja noch fit. Aber der hat, du hast schon ordentlich auf die Fresse bekommen, ja. Da kommt der Fuß. Geh mal hier drauf. Meiner springt auf deine Beine, landet aber präzise auf deinen Oberkörper. Ja, das ist nett. So, einmal. Ach, ich wollte dich in die Ecke hauen. Ach, scheiße. Ich wollte dich eigentlich in die Ringecke verfrachten. Verschwarte ich den ein bisschen. Ey, hallo. Wollte schon sagen. Ah, der Big Leaf gefällt mir. Ich laufe über dich drüber. Über den Wolken. Ein ganz toller Frestler, dieser Santino Marella. Was war das? Was sollte das für ein Konter sein? War das der Super Big E Special Konter, oder? Ich gehe einfach nur weg und sage, yo. Da. Das Publikum buht schon. Erfolgsgarantie mit ihm? Ja, ich glaube, der Santirello oder der... nett. Ja, es, Oh Mann. Na komm, leg dich hin, bitte. Ja doch, er kommt raus, scheiße. Und ich lache noch so dreckig. Da kam Herkules. Negulis. Ja, der Oculus, das ist. Ja. Oh, oh, der Dicke kommt. Der Dicke! Der Dicke! Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Und das war's mit ihm. Geplatscht und jetzt macht er wieder den Schulterklopfer. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Oh, Abfertigung. Und Cover. Der zweite. One, two, three. Ja, das war eine seelische Abfertigung. Das war wie eingepackt und weggeschmissen, oder? Ja, aber okay. Das war ja auch Fettsack gegen kleinen Sockenkünstler. Aber dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Er war nicht so lang, der Part. Ja. Ja. Gut, Onkel, du bist dran. Du bist. Aber der Start war gut, komm. Okay, dann bis morgen. Ciao. Tschüss.